Jo, halt so zu Ghostwire Tokyo. Wir gucken mal weiter, dass wir jetzt hier. Das hatten wir schon angeschaut, oder? Die Mülltonne? Nee. Okay, wir können aber auch natürlich hier ein bisschen rumdüsen. Ein bisschen gucken, weil wir haben. Wir sollen zu diesem coolen Shrine gehen. Das können wir natürlich auch machen. So, dann lass mal gucken. Grundsätzlich diese Richtung, aber wir schauen erstmal ein bisschen. Oh. Da oben ist ein Tori. Wir müssen es reinigen. Oh. Ein Tengel. Vielleicht können wir es benutzen, um aufs Dach zu kommen. Losgehen. Also. Wow! Das war krass! Hat besser geklappt, als ich dachte. Yokai sind echt nützlich. Okay, wenn einem das erstmal klar ist, dann okay. Nicht gesund, was denn? Wo bist du denn? Wieder über was? Hm. Okay, wir kriegen den kaputt, gar nicht. So müssen wir nur killen, okay? Nicht jetzt. Wer macht jetzt so noch Ärger? Die da oben, okay. Man das eben schon machen können? Ich weiß nicht. Der Nebel hat sich etwas gelichtet. Ja, ich höre immer mehr Geister, die um Hilfe rufen. Wir werden sie retten. Absolut. Okay, auch freigeschaltet. Oh, es sind ein paar mehr, okay. Ich weiß nicht, bringt uns das irgendwas, das Zeug einzusammeln? Je mehr Tore du reinigst, desto mehr können wir erkunden. Nebenbei retten wir auch noch Geister. Und wir treiben den maskierten Freak in die Enge. Win-win. Okay, wenn man jetzt hier wieder runter will, muss man schon irgendwie Leiter oder irgendwie sowas nehmen, ne? Okay, die können auch egal wie weit weg sein. Wurscht, okay.
Na komm. So, hier ist dicht. Das heißt, grundsätzlich gehen wir hier lang, oder? Es wird etwas dauern, aber Sie sollten in Ihre Körper zurückkehren können. Gute Arbeit, weiter so. War das eine Aufzeichnung? Ja, yeah, Ed kann nicht gut mit Leuten. Okay, von 240.000, na gut, das wird noch ein bisschen dauern. Ist das jetzt anders so eine... was zeigt das anders? Es zeigt den Normalzeug an. Okay, gut. Prinzipiell ist ja da hinten die Quest, oder? Also hier, das ist Quest, oder? Tiefenreinigung ist Nebenmission. Und wir wollen ganz hinten hin. Okay, das ist die Hauptmission. Okay. Kann man markieren? Ja, okay. Bisschen einsam so, ne? Okay, man kann die auch beide gleichzeitig ziehen, das ist natürlich nice. Das heißt, prinzipiell könnte man eigentlich auch die erstmal alle so runter chillen und dann ja, genau. Und dann erst aufsaugen, ne? Geht natürlich auch. Chillax. Da können wir mal nicht rein. Oder steht hier noch? Okay, Regenschirm, nein. Finde ein paar Kristalle und fülle ihn wieder auf. Okay.
der Nähe dieses Gebäudes sind viele Ätherkristalle. Okay. Du kannst ja, jetzt eine neue Fertigkeit lernen. Ja, oder jetzt du sparst nicht. Weiter. Deine Sache. Okay, wollen wir da rein, oder was? So, was könnte denn die neue Fertigkeit sein? Fertigkeiten. Wo steht denn, was man braucht? 15 von 5, okay. Ich habe 5 Stück, also 5 von 15 steht eigentlich. Ja, lass rum. Okay. Und das braucht hier, was? 10, nun gut. Hey, gar nicht schlecht. Immer schön die Toiletten angucken. Jo, lohnt sich richtig. Da wieder raus. Yen, Junge. Hundefutter sehr wichtig. Tsching. Okay. Muss mal quatschen, oder? Kaum zu glauben, wie sich die Lage verschlimmert hat. Wenn Wasser zum Stillstand kommt, stauen sich darin starke Emotionen an. Das muss der Grund für die ganzen unheimlichen Geschehnisse sein. Diese aufgestauten Emotionen werden bald verderben und Besucher anziehen. Dann sollten wir uns das mal ansehen. Wir sollten nach Orten mit besonders viel Wasser suchen. Gut mitgedacht. Muss hier irgendwo sein. Stehende Gewässer, okay. Hier im Haus garantiert nicht, oder? Auch hier hat es sich richtig gelohnt, in den Toiletten nachzuschauen. Let's go. Also, das ist es hier im Haus, oder? Doggy, was ist los? Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam.
Lebt er hier? Findet er was? Oh, Kaching, okay. Wie gesagt, Hundefutter super wichtig. So, Diggi, wie kommen wir wieder raus? Ausspringen. Du kommst ja auch nicht raus, ne? So, wir sind auf der Suche nach Gewässergedönse. Stehenden Gewässer. Das ist erstmal komisch an, ne? Badehaus. Da gibt's definitiv Wasser. Sehen wir es uns an. Okay, wie kommen wir da rein? Von der Rückseite vielleicht? Irgendwas in der Nähe. Was denn? Eine Art gebündelte Energie. Okay, so geht's. Gut. Da bekomme ich richtig Lust auf den Milchkaffee, den es hier immer gibt. Hier wirst du keinen kriegen. Zumindest keinen frischen. Okay, so kommen wir erstmal nicht weiter. Mal hier durchgehen. Sowas habe ich noch nie von innen gesehen. Da sind wir schon zwei. Okay. Tricky. Ziemlich übel. Die Verderbnis ist so stark, dass sie den Raum kann. Was ist das? Kommt das auch von der Verderbnis? Wir wissen es nicht. Wir müssen gucken. Oh. Edel. Kommen wir zu 1000 von den Biestern, oder? Ich dachte, dass sie irgendwo in der Ecke steht. Ich
ich jetzt hier total voll, oder? Dann sind wir hier wohl durch. Ich dachte, wir gucken uns das da oben irgendwie an. Kann man nicht rauf? Okay. Gut. Das wäre geschafft. Das sollte die Verderbnis im Zaum halten. Ich frage mich, ob es wieder aufmacht, sobald sich alles beruhigt hat. Keine Ahnung. Ein Fluss hört nie auf zu fließen. Aber das Wasser ist nie dasselbe. Leben bedeutet Veränderung. Nichts bleibt gleich. Okay, jetzt kann man ja auch in mehr Ecken rein. Na, das erste Mal, dass man echt hier in der Toilette was findet. Das sind so mal kleinen Feinen hier. Okay. Geht's wieder raus, ne? Oder? Nee, okay. 1014 nochmal andere Toiletten. So, jetzt mal kurz orientieren. Wir sind ja da hinten reingekommen. Wo war das hier? Dachte ich zumindest mal. Hier irgendwie durch, oder? Also nochmal, ich hätte jetzt gedacht, wir waren da, wären hier reingekommen, aber nö. Sozusagen die andere Kabinenecke hier, okay. Tuck, tuck. So, wir sind von der Seite reingekommen. Jetzt haben wir jetzt alles abgegrast. Okay, gehen wir noch hier durch. That's it. Okay, also raus. Hier oder nebenan? Nebenan also, ne? Oh Mist. Okay, müssen wir nochmal rüber. Okay, aber eigentlich wollen wir, weil der Job ist ja, wie heißt sie, in der Falle, auch wenn es hier zwei Nebenmissionen gab, Karte will ich, das war Tiefenreinigung, haben wir jetzt ready, das liegt auf dem Weg, also let's go, auf dem Weg ist dann aber die andere Richtung.
schon ein bisschen traurig so, ne? Ganz alleine hier durchlaufen. Kann man dann eigentlich jetzt hier irgendwie gucken und dann, okay, dann geht's. Okay, ciao. So kriegt man das Zeug weg. Hier waren wir ja schon mal so von oben runtergekommen, ne? Okay, dass man dieses eklige Zeug jetzt hier wegsnatchen kann, ist ja auch cool. So, da haben wir noch so einen nice Regenmann. Okay, zerstört. Explosion, okay. Krieg ich nicht kaputt oder was? Das sollte reichen. Ach so, da oben, okay. Okay, hier rein, oder was? Ja, schon noch ein bisschen dahinter, oder? Oder hier rein? Nee. Das ist nur Laden, ne? Hey, hol mir mal eine Schachtel Zigaretten. Warum? Weil ich die jetzt brauche. Hier gibt es sogar Pfeile. Die machen es einem aber auch wirklich einfach. Ach so, und wie kriegt man? 9, okay. Kann ich irgendwie sagen, ich will mehr. So, wofür wir das wohl gebrauchen könnten. Gurke, Erdbeer. Oh, hier gibt's ein Jean. Die sind lecker. So, Kippen gibt's hier nicht. Warum sollte ich so ein Ding kaufen? Die ungewöhnlichsten Sachen. Ja, lecker Mieteressen, aber that's it, ne? Aber keine Kippchen. So, also. Trauen wir auch nicht. Was das ist ja nicht jetzt? Gesund. Komm, wir gehen. Ja. Okay.
Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt irgendeine Gesundheitsanzeige? Hm. Irgendwie gefühlt nie kaputt, ne? Macht ja nix. Wo ist sie? Meine kleine Sashiki war der Schicht verschwunden. Sind Sie an diesen Ort gebunden? Ja, ich kann meine kleine Sashiki Barashi doch nicht zurücklassen. Geister wie Sie bringen den Menschen, die sie finden, viel Glück und Reichtum. Mein Vermieter drängt mich schon ewig, sie ihm zu geben. Er hat sie entführt, ganz sicher. Könntet ihr sie bitte suchen und zurückbringen? Na gut. Auch wenn ich nicht an Glücksbringer glaube. Hey, jetzt sei nicht so. Bitte, nimm diese hier mit. Reiskracker? Shiro Sashiki Barashi gegen sie. Leg die Shiro Senbe in die blaue Schale in der Nische. Und sie wird früher oder später auftauchen. Okay. Lass mal rein, oder? Sashiki Warashi? Wir werden sehen. Blaue Schale in der Ecke. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was hinterlässt so einen Abdruck? Wer weint denn hier? Es ist nicht so schön. Die Arme. Weine nicht. Bald siehst du die alte Dame wieder. Könnte sie sein? Sie muss hier irgendwo im Haus sein. Such weiter. Verschlossen. Wir brauchen den Schlüssel. So, was, der Schlüssel ist nicht in der Küche, das ist wohl klar. Geldgier entführt. Die arme Sashiki Warashi. Hoffentlich geht es ihr gut. Sie hört gar nicht auf zu weinen. Wenn ich den Kerl erwische. Ja, aber jetzt ohne Scheiß, blaue Schüssel. Nicht hier drin, oder? Irgendwas verpasst? Und weiter können wir hier aber nicht. Irgendwas hier übersehen, oder? Gehen wir nochmal raus, oder? Meine kleine Sashiki Barashi ist verschwunden. Der Vermieter muss sie entführt haben. Ganz sicher. Schaut euch doch bitte im Haus um. Sie liegt hier, Yosende. Legt ein paar blaue Schale in der Nische. Wenn ihr das... In der Nische. Blaue Schale in der Nische. Mal gucken. So, welche blaue Schale Nische haben wir denn übersehen? Na, sie ist keine blaue Schale. Tab.
Sollte irgendwo ein buddhistischer Altar sein. Benutz meine Kraft. Okay. Unfassbar, dass er den ganzen Altar versteckt hat. Das ist der Schlüssel. Okay. Schlüssel für... Hier ist das, oder? Nee, da hinten. Nö, wo war denn das Ding? Da auch nicht. Toiletti. Hä? Alter, wo war die kleine Kiste? Ist das echt hier noch drin oder was? In einem Schrank, also hier. Okay, sorry. Schau, da ist die Nische. Ja, ich sehe sie. In der unteren rechten Ecke des Grundrisses. Da muss dieser Shikiwadashi sein. Halt die Augen offen. Take it. Junge. Ausgerechnet er bezeichnet uns als Diebe. Gib sie einfach zurück. Endlich habe ich dieser Shikiwadashi. Sie gehört mir. Mir allein. Selbst im Tod noch ein gieriges Arschloch. Die Geste. Exorziere ihn. Geste. Ich kenne viele gierige Leute, aber der toppt alles. Okay. Jetzt die Shiusanbei. Jetzt bist du frei. Danke. Also ich fühle absolut keinen Unterschied. Jetzt mit Glück und Reichtum. Na, na, was soll denn dieser Lärm? Wer sie zum Weinen bringt, widerfährt Unglück. Und dann erwartet euch das gleiche Schicksal, wie es diesen darstigen Verräter geschehen ist. Wie auch immer. Jetzt ist sie ja da. Ja, dank euch. Vielen Dank euch beiden. Ich bereue nun nichts mehr. Das ist doch nett. Tschüss. Okay, fresh. Ich würde sagen, das haben wir dann jetzt auch durch, oder? Ist doch fertig. Alter, die Kraft des Sashimi war... Oh, hier, okay. Yokai, mhm. Das ist nett. Quatsching. Okay, cool. Ist doch ganz nice gewesen jetzt für diese Session. Mehr machen wir dann aber beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann. Ciao.